We are perfectly in time, so that's positive. And ich darf jetzt wechseln auf Deutsch. Matthias Reder von Coinfinity, Bitcoin Key Account Manager bei Coinfinity. Verhinderung von Geldwäsche in der Praxis, bitte. Dankeschön. Wenn ich darf, darf ich das Mikro gleich mitnehmen? Ja, es geht heute um die Verhinderung der Geldwäsche in der Praxis. Und eines ist ganz wichtig in diesen Themen. Alle Geldwäschebeauftragten, AML- und Compliance-Beauftragten werden das bestätigen können. Wichtig ist immer Wissen und Weiterbildung. Und eines ganz frisch von der Druckerpresse, der Lagebericht Geldwäscherei 2021 von der österreichischen Geldwäschemeldestelle bzw. vom Bundesministerium für Inneres. Ein wirklich ausgezeichneter Bericht zum Thema, wo man sich hier einlesen kann, wo man auch die beschriebenen Kategorien vom Nils sehr, sehr schön herleitet. Wir haben Probleme mit Moneymuls, wir haben Probleme natürlich mit verschiedenen Ransomware-Attacken etc. Das ist hier in diesem Bericht integriert. Und das zweite Thema, ganz, ganz viele Statistiken. Und eine Statistik betrifft natürlich auch Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen, weil wir natürlich auch Verpflichtete nach dem FMGWG sind und hier auch unsere Verdachtsmeldungen machen. Genauso dann, wenn wir etwas detekten, wenn wir etwas sehen, dann machen wir auch unsere Meldungen. Und die waren 2021 250 Meldungen versus 40 Meldungen noch 2020. Das heißt, wir haben hier eine große Steigerung, die von diesen Dienstleistern gemacht wird, bei circa 5000 Meldungen, die sonst auch von Bankenseite kommen. Wie gesagt, jeden diesen Lagebericht an die Hand gegeben. Weil, und das wissen wir nicht nur durch die EZB, die das jetzt sozusagen auch verschriftlicht hat, in jedem 10. Haushalt befinden sich Kryptowerte. Ja? Also jeder 10. Haushalt hat mit Kryptowerten direkt zu tun, hat sie aus unterschiedlichsten Gründen sozusagen in sein Wallet, in sein Depot etc. Und das ist kein kleines Nischenphänomen mehr, sondern wir sprechen hier von jedem 10. Haushalt. Und dabei ist ganz wichtig, aus unserer Sicht zu unterscheiden. Und der Mann hat aus meiner Sicht vollkommen recht, wenn er das Schild in die Höhe hält, Bitcoin is not crypto. Das heißt, wir müssen genau bei dem Thema Geldwäsche, vor allem bei dem Thema Mittelherkunft, das ich dann gleich näher ausführen werde, ganz stark trennen, um welchen Kryptowert es sich handelt. Wir haben zigtausende Kryptowerte da draußen, ja, und wir haben Bitcoin. Bitcoin ist natürlich das allererste Asset auf der Blockchain, aber hat ganz andere Eigenschaften und da gefällt mir immer sehr, sehr gut von den deutschen Kollegen oder von den deutschen Behörden gleich einmal zu oben die Herleitung. Wir haben Kryptowerte, die sich komplett anonym verhalten und wir haben Kryptowerte, die sich pseudonym verhalten. Und Pseudonym Open Source ist so ein Netzwerk wie Bitcoin, ja, wo jeder die Transaktionen einsehen kann. Es gibt Einschränkungen, die habe ich heute mit, auf die werden wir dann kurz zu sprechen kommen. Aber das ist einmal für mich die primäre Unterscheidung. Um welches Netzwerk es sich handelt und wie ich mich als Geldwäschebeauftragter in diesem Netzwerk zurechtfinde. Ja. Wie gesagt, mit habe ich zwei Punkte, hauptsächlich die Mittelherkunftsprüfung und natürlich auch die speziellen Sorgfaltspflichten bei Krypto-to-Fiat-Transaktionen. Nico hat mich schon vorgestellt, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht länger darauf eingehen. Das Einzige möchte ich schon noch erwähnen, wir sind als Coinfinity seit 2018 beim Bundesministerium für Inneres bei der Public-Private Partnership dabei zum Thema Geldwäsche. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil es dort um den Austausch von gewissen Methodiken, neuen Trends im Bereich Geldwäsche, aber vor allem auch beim Betrug geht, so dass man immer auf den aktuellsten Stand ist. Wer sind wir oder für welche Firma ich spreche? Wir sind Coinfinity, ein Grazer Firma. Wir sind der älteste Bitcoin-Broker in Österreich und gibt es seit 2014. Wir wechseln Euros in Bitcoins und Bitcoins in Euros. Wir haben verschiedene Geschäftsbereiche. Dazu zählt auch ein Bitcoin-Portal natürlich, Bitcoin-Sparpläne, Bitcoin-Bonds, also so Voucher. Wir haben auch einfache Wallets, sprich für die einfache Lagerung. Wir haben auch mit der Tochterfirma die Bitcoin-Automaten und wir bieten Business-API-Schnittstellen an. Warum sage ich das? Weil es um das Thema Weiterbildung auch geht, vor allem für die Geldwäschebeauftragten oder für diejenigen, die sich in den Kryptobereich einfach ein bisschen mehr hineinschnuppern wollen. Und da lege ich schon ein bisschen unseren Blog auch ans Herz, wo wir laufend mit Newsletter etc. über aktuelle Trends aus diesem Markt berichten. Sei es technisch, sei es aber regulatorisch oder auch einfach vom Markt selbst. Und
Und wenn man sich ansieht auf der FMA-Seite unter Unternehmensdatenbank und man sucht die Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen raus, dann findet man aktuell 21 Einträge dort und einer davon ist die Confinity GmbH. Und warum erwähne ich das? Das wird natürlich taggleich aktualisiert, aber es ist da immer ganz wichtig, dass ich dahinter sehe, nämlich welches Geschäftsmodell betreibt derjenige als Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen. Und da kommen wir auf ganz klar. Das Geschäftsmodell von Binance ist natürlich klares Plattformgeschäftsmodell. Ja? Hier sind hunderte, darf ich also sagen, hunderte verschiedene Kryptowerte auf dieser Plattform. Auch quasi Produkte, die auf diese Kryptowerte referenzieren, sind auf dieser Plattform zu finden. Ja? Das ist ein ganz ein anderes Geschäftsmodell als wie zum Beispiel bei Confinity. Confinity muss man sich so vorstellen, eher mehr im E-Commerce. Ich bestelle, ja, fixiere den Kurs, ich bezahle, dann wird sozusagen der Kryptowert ausgeliefert. Kryptowert, wir verkaufen aktuell 3 Kryptowerte bei uns auf dem Online-Dashboard. Und hier hauptsächlich natürlich den Bitcoin. Und das ist schon wieder der erste Punkt, dass die Konsumenten, wenn man jetzt diese Unternehmensdatenbank abfragt, nicht genau weiß, für welches Geschäftsmodell ist jetzt hier diese Registrierung da. Ja? Weil es gibt natürlich im FMGWG Unterscheidungen, für welchen Einsatzzweck, für welche oder Geschäfte gegen Entgelt an Dritte ich mich sozusagen bei der FMA registriert habe. Das ist hier leider nicht ersichtlich. Wir haben zum Beispiel die Registrierung als Exchanger. Wir dürfen Fiat in Krypto, Krypto to Fiat. Wir dürfen aber auch andere Dinge machen. Und das ist wesentlich, weil je nach Ausgestaltung der Registrierung mich natürlich gewisse Sorgfaltspflichten treffen. Und die Sorgfaltspflichten, klar, treffen auf mehrere Punkte zu. Der erste Punkt ist die Mittelherkunftsprüfung. Warum ist das wichtig? Erstens einmal nicht nur, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist, sondern es ist natürlich auch wichtig zu wissen, dass bei Kryptowerten generell natürlich ein erhöhtes Risiko da ist. Das ist ja gar nicht wegzuleugnen. Aber immer im Vergleich zum Bargeldtransfer, wenn wir uns hernehmen, so eine Bargeldnote, eine Euronote hat ja sozusagen einen unique oder eine einzigartige Seriennummer, die ist hinten drauf. Ja? Wenn ich jetzt eine Bargeldtransaktion mache, von mir zum Beispiel zum Bernhard, dann wissen wir zwei das, aber niemand anderer weiß das. Bei Krypto verhält es sich anders. Bei Krypto ist sozusagen die Transaktion eigentlich immer public, wenn wir jetzt bei dem pseudo-anonymen System wie zum Beispiel der Bitcoin-Blockchain bleiben. Ja? Das heißt, wenn ich hier jetzt als Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen Bitcoins gegen Euros tausche, also jemand tauscht, gibt mir 1000 Euro, ich gebe ihm dafür Bitcoins, ja, und liefere die auf seine Wallet, also auf seine Kontonummer, wie ich immer als Ex-Banker sage, aus, dann hat man hier eine Transaktionsspur, eine Transaktionsinformation, die in der Blockchain permanent abgespeichert ist, unveränderbar. Und diese Transaktionsinformation kann ich jederzeit auslesen. Entweder automatisiert, aber auch manuell, wobei bei manuell sind natürlich ganz klar Grenzen gesetzt. Das heißt, bei dem ursprünglichen Eingangsgeschäft, Euros tauschen, Bitcoins ausliefern, ist relativ einfach. Da habe ich natürlich meine Sorgfaltspflichten hinsichtlich des Fiat-Bereiches. Ich muss den Kunden natürlich kennen, ich muss den onboarden vorher, ich muss ihm natürlich fragen, wo hat er die Euros her und, und. Da sind wir noch in dem Fiat-Bereich, den eigentlich auch alle Banken normal abhandeln. Interessanter wird es dann, wenn wir Bitcoins ankaufen. Ja, weil die kommen dann sozusagen von einem Open-Source-Netzwerk und da müssen wir natürlich gewisse andere Dinge berücksichtigen. Und die überwiegenden Kunden von Coinfinity haben den Zweck oder den Grund angegeben, Bitcoins zu kaufen für deren langfristige Veranlagung. Und wir sehen das relativ einfach. Das heißt, der Kunde zum Beispiel hat vor 3 Jahren bei uns einen Bitcoin gekauft, den hat er sich auf sein Ledger, also quasi auf seinem privaten Konto ausliefern lassen, er hat bezahlt etc. und schickt uns genau von dieser Adresse von vor 3 Jahren diesen einen Bitcoin jetzt zum Verkaufen zurück. Das ist der Idealfall. Ja, und das kommt auch im überwiegenden Fall unserer Kunden, jetzt von Coinfinity kann ich nur sprechen, vor. Anders ist es natürlich, wenn der Kunde ein Neukunde ist, den wir noch nicht kennen und der bei uns jetzt zum Beispiel sofort einen Bitcoin verkaufen möchte. Und da fängt die ganze Prozedere an, weil der Kunde natürlich angeben muss, woher hat er diesen Bitcoin, wann hat er diesen erstanden, hat er irgendwelche Belege. Ja? Das heißt,
Die Dinge, die wir nicht sehen in unserer Abwicklung, in unserem Geschäftsgebaren, ja, muss natürlich der Kunde von sich aus belegen. Und da hilft uns dieses Blockchain-System extrem. Also diese Transaktionsinformationen, die wir auslesen können, weil wir die Daten, die Kundenangaben verplausibilisieren können mit einer Datenbank, der man trauen kann. Ja? Also der Kunde kann nicht hergehen und diese Einträge in der Datenbank vorher faken, bevor er uns dann sozusagen die gefakten Infos gibt, sondern er muss sozusagen belegen, dass die Transaktionen zu dem passen, was unveränderbar in der Blockchain aufgezeichnet ist. Und dazu sind natürlich das System der Kontonummern oder Wallet, wie es so schön heißt, gängige Praxis. Das heißt, wenn ich weiß, die Wallet-Nummer des Kunden, dann kann ich entweder manuell mit so Blockchain-Explorern, ja, aber da stoße ich relativ schnell an meine Grenzen, herausfinden, wann, wo, welche Bitcoins er von wo bekommen hat, ja, und kann dann sozusagen meinen Research beginnen. Und für diesen Research muss ich jetzt noch eins weitergehen, ist das teilweise natürlich sehr komplex, weil, wie gesagt, wenn wir keine internen Informationen haben, dass der Kunde bei uns irgendwann einmal gekauft hat und sich das ausliefern hat lassen, sondern der Kunde zum Beispiel ein Neukunde ist oder der Kunde hat bei uns 2 Bitcoins irgendwann einmal gekauft und möchte uns jetzt 5 Bitcoins verkaufen. Naja klar, dann muss er uns belegen, nicht nur wo er die 3 her hat, sondern generell, wie die 5 Bitcoins zustande gekommen sind, weil wir sehen ja, dass möglicherweise die 2 Bitcoins, die wir ihm damals ausgeliefert sind, nicht mehr dieselben sind, die in diesen 5 Bitcoins beinhaltet sind. Da gehe ich wieder zurück auf das Beispiel mit dem Euroschein. Das heißt, jeder einzelne Satoshi, 100 Millionen Satoshis ist ja ein Bitcoin, von jedem einzelnen Satoshi ist die Transaktionsinformation permanent abrufbar. Das heißt, ich weiß, dass der Kunde mir andere Bitcoins zurückschickt, als er bei uns gekauft hat. Und diese anderen Bitcoins, die muss er halt dann schon auch belegen und sagen, okay, wo habe ich die her? Und wenn er das nicht hat, dann lehnen wir auch das Geschäft ab. Das ist üblicherweise gar kein so ein seltener Vorgang. Wenn wir die Kundenangaben prüfen, dann, habe ich schon gesagt, stoßen wir manuell relativ rasch an unsere Grenzen. Deswegen gibt es hier Auswahl von sogenannten Tracing-Firmen. Und da stoßen wir auf das nächste Problem. Diese Tracing-Firmen haben riesige Datenbanken, die wir automatisiert abfragen. Und das muss man sich so vorstellen, wenn der Kunde in einem Bestellprozess Kauf oder Verkauf mit uns interagiert und natürlich A, für den Kauf seine Kontonummer, auf der wir ihn ausliefern, bekannt gibt, dann erfolgt bei uns automatisiert sofort die Prüfung. Das heißt, diese Wallet, diese Information, diese Kontoinformation wird sofort ausgelesen und von mehr als einem Anbieter, wir nutzen mehr als einen Anbieter, automatisiert gescreent. Das heißt, die Wallet, wir kriegen sofort Information, ob diese Wallet in irgendeiner Art und Weise interagiert hat mit Dingen, die wir nicht wollen. Ransomware, Child Abuse, Scams oder sonstigen Dingen. Und wir kriegen automatisch einen sogenannten Score-Wert. Der ist eine unterschiedliche Tracing-Firma. Und warum habe ich hier jetzt 5 Tracing-Firmen angeführt? Das ist das nächste Problem. Man kann sich natürlich einer Tracing-Firma bedienen und die gibt einem den Score-Wert zum Beispiel grün zurück. Also wir finden jetzt keinen negativen Eintrag zu dieser Wallet, ihr könnt das machen. Ja? Wenn ich das sozusagen bei einer anderen Firma abgefragt hätte, ja, zack, wäre möglicherweise ein roter, ein Alert rausgekommen. Und da ist genau diese Spezifität, wie aktuell ist diese Datenbank. Es gibt Anbieter, die im asiatischen Raum besser aufgestellt sind oder mehr Daten haben als zum Beispiel für einen angloamerikanischen Raum oder für den europäischen Raum. Das heißt, rein theoretisch müsste ich alle Tracing-Anbieter am Markt nutzen, ja, und hier einzeln abfragen, ob in irgendeiner Datenbank hier irgendetwas zu detekten ist. Das ist natürlich nicht zu bewerkstelligen, wäre aber natürlich auch wünschenswert. Jedenfalls, wenn hier ein Score-Wert kommt, üblicherweise ist das so aufgebaut, also alle unsere mit uns interagierenden Wallets werden automatisch gescreent. Ja, man gibt das hier rein und entweder kriege ich dann sofort einen Score-Wert, der mir sagt grün, wir können weiter interagieren, dann wird das sozusagen automatisch der Bestellvorgang weitergemacht. Oder es gibt sozusagen ein moderates Risiko oder ein etwas höheres Risiko oder es kommt gleich direkt zur Ablehnung, weil zum Beispiel diese Wallet mit einem Score-Wert, sagen wir mal von 10, dem höchsten Wert interagiert hat
und wir hier keine Geschäfte mit dieser Wallet machen. Dann kommt sofort natürlich die jeweilige Meldung zu dem Compliance Officer, der sich natürlich den Fall sofort anschaut und dann natürlich auch die jeweiligen Verdachtsmeldungen einleitet. Zum Beispiel hier die Datenbank von CipherTrace hat natürlich verschiedene Kategorien, die natürlich auch unterschiedlich bewertet sind, die unterschiedlich mit Risiko behaftet sind und dementsprechend kriegen wir diesen Scorewert zurück. Das heißt, wir haben ein automatisiertes System, wo wir sofort ablehnen, wenn es zu heißen Risiko kommt, wir aber trotzdem die Information natürlich auslesen und sofort eingreifen können und unsere Verdachtsmeldungen bzw. mit den Behörden in Kontakt treten. Und wir haben natürlich auch andere Maßnahmen eingesetzt, um hier unsere Prüfungen der Sorgfaltspflicht gemäß durchzuführen. Das heißt, es gibt natürlich auch gewisse Verhaltensweisen der Kunden. Ja, also wenn ich jetzt auch in einem moderaten Risiko bin, dass sich der Kunde in einer gewissen Art und Weise verhält. Ja, also er macht eine Neuanmeldung und hat sofort ein ungewöhnliches Transaktionsverhalten, das er an den Tag legt. Ja. Oder seine Betragsgrenzen, die er wechselt, ja, ist auffällig, ja, weil es zum Beispiel unrunde Beträge, Kleinstbeträge sind und. Also es gibt hier ziemlich viele Dinge, die man natürlich immer auch alles risikobasiert, auf Stichprobenartig etc., aber die man automatisiert im Hintergrund machen kann und das machen wir auch. So sieht es dann grafisch aus, weil wenn jetzt ein moderates Risiko ist, muss man sich ja das trotzdem manuell anschauen, ja, und dann kann man sich das auch grafisch herrechnen lassen, mit welcher Wallet wann interagiert wurde, wie weit das zeitlich zurück ist, wie viele Interaktionen mit anderen Wallets waren da zeitlich dazwischen, und das muss man sich halt dann natürlich alles herleiten. Und für diese Herleitung ist ja nicht so, dass man jetzt sozusagen einen Compliance Officer einstellt und der schaut da einmal auf dieses Transaktionslabyrinth drauf und kennt sich sofort aus. Nein, du musst hier laufend dabei bleiben, laufende Aus- und Weiterbildung. Und da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, diese Berichte von diesen Tracing-Firmen, wie zum Beispiel auch Nils angeführt hat, Chainalysis, ja, super toller Bericht, Crypto Crime Report oder auch eben hier CipherTrace. Das ist alles gratis und es gibt auch Webshops, es gibt Videocalls dazu, wo man einfach sich dazusetzen kann und weiterbilden. Man muss hier wirklich ständig up-to-date bleiben. Genau das Beispiel, das Nils auch gesagt hat mit den Exploits, mit dem Ronin-Hack. Es gibt immer wieder neue Methodiken von den Kriminellen und da muss man wirklich up-to-date bleiben. Und für weitere spezielle Sorgfaltspflichten gibt es natürlich auch gewisse blinde Flecken. Das darf man, muss man wirklich auch so sagen, die sogenannten Spielverderber, wie ich sie nenne, nämlich Know Your Transaction. Wir haben ja dieses System, dass wir reinschauen können, aber halt nicht immer, weil auf Exchanges, Plattformen wie zum Beispiel Binance ist natürlich der Blick auf die Blockchain verborgen. Ja, also Binance schreibt nicht die Transaktionen von den Einzelkunden in die Bitcoin-Blockchain, sondern da muss man sich natürlich vom Kunden selbst diese Informationen holen, wenn man das Puzzlestück der Transaktionsinformation wieder zusammensetzen möchte. Ja, also im schlimmsten Fall muss uns natürlich der Kunde zuerst belegen, wie er zu den Bitcoins gekommen ist. Er muss uns auch belegen mit Transaktionshistorie etc., wie diese Bitcoins auf die Binance-Plattform gekommen sind. Ich darf immer Binance als Beispiel nehmen, seid mir bitte nicht böse, aber das gilt natürlich für alle anderen Plattformen auch. Der Kunde muss genau darlegen, was er auf dieser Plattform gemacht hat, deswegen gibt es ja auch Transaktionshistorie, kann man auslesen und. Und wenn die Funds oder die Bitcoins, und ich spreche immer bewusst von Bitcoins, auch wieder die Plattform verlassen. Ja? Und erst dann wieder wird sozusagen in die Blockchain wieder hineingeschrieben und ich kann sozusagen die Informationen wieder abgleichen mit einer neutralen Quellen unter Anführungszeichen. Natürlich sind Mixing Services ein Problem, wobei nicht jede Mixing Service auch das hält, was sie verspricht. Mixing Services, die noch 2016 oder 2017 angewandt wurden von Usern, die sich sehr sicher fühlen, Stichwort Bonnie und Clyde, können heute schon mit Software decrypted werden. Das heißt, ich würde mich auf einen Mixing-Service, das ich 2022 benutzt habe, nicht verlassen, dass das 2025 oder 2026 noch immer so hält. Trotzdem ist es natürlich ein blinder Fleck und der Kunde müsste es im Normalfall bei uns belegen. Decentralized Finance ist immer ein Thema, Smart Contracts oder auch Bridges. Sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen, was hier der Kunde genau macht. Lokale Transaktionen, Offline-Transaktionen, also wenn ich jetzt nur den Bitcoin, den Private Key quasi weitergebe und er gibt mir ein Kilo Gold,
Diese Transaktionen sind natürlich nicht in der Blockchain und sozusagen offline und auch Transaktionen auf Second Layer wie das Lightning-Netzwerk. Und das bringt mich zu einer ganz wesentlichen Information für alle diejenigen, die in den Kryptomarkt drinnen sind oder vorhaben einzusteigen. Bitte überlegt euch vorher folgende Situation. Wollt ihr später irgendwann einmal wieder auscashen, sprich zurück in den Euro-Bereich, auf euer Bankkonto etc., dann müsst ihr euch einfach gewähr sein, dass euer Transaktionsverhalten ausschlaggebend sein wird. Ausschlaggebend sein wird, dass ein Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen euch auswechseln kann oder nicht. Das wird auch mit Mika, das muss man ganz ehrlich sagen, an Schärfe zunehmen. Das heißt, Kunden, die für den langfristigen, also für die Vermögensveranlagung als Beimischung etc., die haben damit an und für sich kein Problem. Die suchen sich einen seriösen Anbieter, dort kaufen sie, sie lagern und irgendwann verkaufen sie es wieder. Das heißt, diese Brücke zurück zu Fiat, die muss man immer im Hinterkopf behalten. Ich weiß, es gibt User, die sagen, ich brauche diese Brücke nicht. Ich gehe in Krypto rein, ich werde nie wieder in Fiat zurückgehen. That's fair enough, kann er machen. Aber bitte immer Gewähr und im Hinterkopf behalten, möchte ich irgendwann einmal wieder zurück, dann muss ich mich schon in meinem Transaktionsverhalten dementsprechend aufstellen, dass das auch für einen Dritten nachvollziehbar ist, weil sonst wird es ganz, ganz schwierig, hier in Fiat wieder auszucashen. Bonnie und Clyde habe ich schon gesagt. Es gibt natürlich ganz, ganz viele andere Methodiken, die man zusätzlich noch schalten kann. Da braucht man keinen Tracing-Anbieter. Das kennt man aus den Fiat-Transaktionsmonitoring-Systemen. Einfach gewisse Verhaltensweisen der Kunden, die man auslesen kann und auf andere Kundenteile oder andere Kundensegmente drüberlegen kann. Eines der sehr beliebten Dinge ist da immer dieses Smurfing, wo man größere Beträge zerlegt in sehr viele Kleinstbeträge, die man hinten nach irgendwo dann wieder zusammensammelt. Also da gibt es schon sehr, sehr gute Software, die genau auf das abgestellt ist. Hinweisen, auf der speziell hinweisen möchte ich noch auf den Spezialbereich der Tainted Coins, weil das aus meiner Sicht ein Bereich ist, der viel, viel zu wenig noch zur Sprache kommt. Was heißt Tainted? Und das ist die große Frage, inwieweit, ab wann ist etwas tainted, also eingefärbt? Ja? Also wir sprechen ja nicht von einem Saldosystem, sondern einem Transaktionssystem. Wenn Sie in Ihrer Bitcoin-Wallet sehen, Sie haben einen Bitcoin als Saldo angezeigt, der zum Beispiel auf 15, 20, 30 unterschiedlichen Wallets liegt und eine Wallet davon hat irgendwann einmal mit Dark Market zu tun gehabt und hieß sozusagen deswegen einen schlechten Risk-Score. Und da ist halt dann die Frage, okay, was passiert dann sozusagen mit den anderen Anteilen an Bitcoins, die auf anderen Wallets liegen? Die sind eigentlich sauber. Ja? Auf der anderen Seite ist, in Amerika ist das Thema Glücksspiel sehr, sehr stark. Also wenn Kryptos mit Glücksspiel behaftet sind, dann haben die dort quasi in Amerika einen höheren Risikowert als bei uns. Ja? Und die Frage ist, wer legt fest, ab wann, in welcher Farbe, Schattierung hier schwarz tainted, also wann ist es wirklich ein großes Risiko? Und das muss natürlich auch in dem Risikohandbuch des jeweiligen Dienstleisters in Bezug auf virtuelle Währungen festgelegt werden, welches Risiko dieser Dienstleister bereit ist einzugehen und wenn dieses Risiko auftritt, wie er mitigierend vorgehen wird. Ja? Aber ganz, ganz spannend, aktuelles Beispiel, FBI, Bonnie und Clyde, sozusagen haben aus diesem Bitfinance-Hack, ich glaube, 120.000 Bitcoins sichergestellt. Eigentlich sind diese Bitcoins, die jetzt ja in den Datenbanken drin waren, als stolen, also quasi als kriminell etc., jetzt wieder reingewaschen. Die Frage ist, wann kommt diese Information des FBIs in diese Datenbanken rein, sodass eben der Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen, wenn er so einen Service nützt, auch wirklich zugreifen kann. Ja. Ganz, ganz viele Fragen, ganz, ganz viele Problemstellungen, auch natürlich ein Risiko. Ja. Und da ist halt immer dieses zweischneidige Schwert als Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen, wie Coinfinity es ist, als Bitcoin-Broker. Ja. Wir machen generell keine Vermögensberatung und das muss man sich halt eben gewähr sein. Derjenige, der in diesen Bereich einsteigt, ja, möchte ich wirklich Bitcoins besitzen? Okay, dann kannst du Bitcoins kaufen. Wenn du sie nicht besitzen willst, dann kauf sie bitte nicht. Es ist ein hochspekulatives Asset, ja, mit Totalverlustrisiko, das muss jedem gewähr sein und ja, wir sind hier natürlich bereit, für denjenigen, die wollen, Dienstleistungen und Produkte zur Verfügung zu stellen. Hier meine Kontaktdaten und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich stehe jetzt für Fragen noch zur Verfügung. Vielen lieben Dank, Matthias. Just in time. wir sind sehr zufrieden. Eine Frage, merkt ihr oder müsst ihr mehr Kunden oder potenzielle Kundinnen abweisen, wegen diesen Dingen, die du am Anfang
erwähnt hast, den verschiedenen Gründen, die es geben kann, A und B, wenn das so ist, liegt das daran, dass die Regeln schärfer werden oder dass quasi mehr verdächtige Kunden aufschlagen? Es liegt tatsächlich am Kurs. Also wenn der Bitcoin einen Höchststand hat, ja, dann kommen natürlich viel, viel mehr Leute, die schon früh eingestiegen sind, ja, die den Bitcoin um 200-300 Euro 2014, 15 an einem Automaten gekauft haben, aber hier keinen Nachweis mehr haben darauf. Ja, und das ist natürlich schade, weil ohne Nachweis kann ich ihn sozusagen dann nicht auscashen. Das heißt, tendenziell haben wir mehr Ablehnungen auf Basis dieser fehlenden Angaben, wenn der Kurs sich sehr gut entwickelt, ja, weil die Leute halt tendenziell da halt eher geneigt sind zu verkaufen, während wenn der Kurs, so wie gerade jetzt, etwas nach unten ist oder wir sozusagen am All-Time-Low sind, 2022, haben wir weniger Anfragen zum Verkauf und müssen natürlich dementsprechend weniger ablehnen. Wunderbar. Ich darf nochmal vielen herzlichen Dank sagen und gleich übergeben. Dankeschön. Dankeschön.